Ja, hallo zusammen. Heute machen wir mal einen Kartoffelkuchen, Kartoffelröste gefüllt. Dazu brauchen wir ungefähr 800 Gramm rohe Kartoffel geschält, etwas Mehl oder Speisestärke, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, ein rohes Ei, zwei kleine Zwiebeln in Würfel geschnitten. Dann habe ich hier 100 Gramm Cabanossi. Mini-Cabanossi, könnt ihr auch so Salami am Stück, also am Stück nehmen oder die größeren Cabanossi ist egal. 100 Gramm Mais, drei Frühlingslauch, Zwiebeln in Scheiben geschnitten und dann habe ich hier noch eine Packung Schmelzkäse Gouda. Und das ist alles, was wir heute benötigen. So, hier habe ich schon mal Mais und Frühlingslauch. Da kommen jetzt die Cabanossi. Die müssten wir noch mal etwas klein hacken, also in Scheiben schneiden. So, jetzt kommt zu dem Ganzen noch der Schmelzkäse. Und wir rühren das einfach um. Ich würze das noch mal ein bisschen mit Pfeffer. Salz lasse ich, weil Schmelzkäse ist würzig und die Cabanossi sind auch richtig, richtig gut würzig. Gut alles verrühren. Kommen wir jetzt zu den Kartoffeln. Die reibe ich auf der groben Reibe einfach runter. Hier sind unsere grob geriebenen Kartoffeln. Da kommen die Zwiebeln hinzu. Ein Ei. Und dann würzen wir das Ganze mit Salz, Pfeffer und etwas Muskat. Nicht zu viel Muskat. Ja, schön leicht bedeckt ist. Sieht nach viel aus. Ist aber nicht. Und wie gesagt, Salz, Pfeffer. Und dann kommt noch Milch hinzu. Und jetzt ja, etwas Mehl, damit das einfach nicht zu flüssig wird. So 30, 40 Gramm. Das sorgt noch zusätzlich für die Bindung, obwohl die Kartoffeln schon an sich genug Stärke haben. Aber wir wollen das ein bisschen füllen, deswegen brauchen wir ja, ein kleines Ticken mehr Bindung. Schön durchkneten, wirklich. Lasst euch dabei Zeit, damit das alles schön verteilt ist, plus die Stärke noch aus den Kartoffeln rauskitzeln. Und geschmacklich muss ich gleich probieren. Ja, vielleicht noch etwas Salz. Und ja, wir sehen uns jetzt gleich draußen. Auf meinem Gasgrill habe ich eine gusseiserne Pfanne stehen mit hohem Rand auf einen Pizzastein. Ich habe momentan alle Brenner angehabt, damit die etwas heiß wird, aber die muss jetzt nicht glühend heiß sein. Da kommt etwas Öl. Dann werde ich nur noch den mittleren Brenner auf volle Stärke laufen lassen, damit es von unten etwas Farbe kriegt und dann werden wir das auch ja, drehen. Es darf jetzt nicht zu viel Hitze abkriegen, damit das ja auch durch wird und nicht verbrennt. Wenn zu viel Hitze ist, dann ja, kann das auch nach hinten losgehen. Ganz wichtig, das Ganze hier gut zu verstreichen, damit es einfach ja, nichts rausläuft. Was wir jetzt noch brauchen, ist so einen kleinen Rand. Jetzt kommt hier unsere Füllung. Ganz flach verstreichen, so flach wie geht. Aber dabei beachten, nicht zu sehr eindrücken, damit das irgendwie unten rauskommt. Und jetzt kommt die obere Schicht. Ganz einfach alles verschließen. Ja, okay, ich bin jetzt gespannt. Wie gesagt, mittleren Brenner erstmal laufen lassen, ob wir das überhaupt drehen werden oder wenden. Das sieht schon massiv aus. Was ich machen werde, ein bisschen mit Öl bestreichen. Und wahrscheinlich werden wir so lassen und dann zum Schluss nochmal die Hitze hochfahren, damit von oben auch schöne Farbe kriegt. Ja, nach halber Stunde sieht das genau so aus. Also, es lässt sich vom Rand lösen. Es sieht, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen, von der Farbe.
perfekt aus, aber ich bin stutzig, was es hier angeht. Irgendwo wird das bestimmt kleben. Und ich möchte das nicht riskieren, deswegen mache ich jetzt in der Mitte den Brenner aus. Ich mache jetzt die äußeren an, damit das die Farbe von oben kommt. Also dann kriegt er noch schön Power, wird hier braun, das wird schon langsam brauner. Und ja, stürzen möchte ich das, ja keine Ahnung, ich bin noch unentschlossen. Ach Freunde, der sieht eigentlich ganz gut aus. Man sollte auch was im Leben riskieren, deswegen hole ich mir einen riesen Teller. Egal. Hier habe ich einen Teller, der ist ein bisschen eingefettet, ganz einfach, damit das besser runter gleitet gleich. Nehmt euch den Teller. Das ist, glaube ich, niemandem so erzählt. Und das bleibt auf jeden Fall noch hängen. Naja. Das hat sich nicht überall gelöst. Aber naja. Es könnte schlimmer kommen, weil wir können das noch retten, indem wir einfach das wieder zusammenfügen. Diese Stelle hier war noch fest, deswegen hat das ja nicht so gut funktioniert. Das Ganze hier einigermaßen wieder unbeschadet in die Pfanne kriegen. Das hat wunderbar funktioniert. Wie gesagt, ja, hätte ich hier noch das abgelöst gekriegt, wäre es perfekt. So Freunde, wir sehen uns jetzt drinnen. Ist eine Stunde vergangen und von oben hat er noch leicht Farbe gekriegt. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Was ich jetzt aber sehe, oder von unten löse sie sich auch, aber da ist etwas Schmelzkäse rausgelaufen. Dadurch werden den wahrscheinlich auch nicht so sauber rauskriegen. Und da ich das jetzt nicht total zerstören möchte, werden wir einfach so aus der Pfanne uns Stückchen rausschneiden. Die Kartoffeln sind nach einer Stunde wunderbar weich. Und jetzt nehme ich mir hier so ein Stückchen raus. Und ja, wie gesagt, ich finde, das Ganze sieht gut aus. Lässt sich wunderbar rauslösen. Man sieht dieses cremige von dem Schmelzkäse. Hier auch. Das Ganze hier schön. Erstmal im Bild, wenn nicht verkehrt. Und dann die Kartoffeln. Der Frühlingslauch ist noch schön grün geblieben. Und kennt ihr Döppelkuchen mit Schmand? Schmeckt auch sehr gut. Das ist sowas, kommt ein bisschen so dran. Kartoffeln sind kross, auch von unten. Dann haben wir diesen Schmelzkäse mit dem Cabanossi, einfach unglaublich, wie das schmeckt. Diese kleinen Dinger mit dem Schmelzkäse, einfach wunderbar. Und halt leichte Süße durch den Mais. Also das alles zusammen passt einfach wie, keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Total gelungen, also in meinen Augen. Wenn ihr das nachmacht, könnt ihr das im Backofen auch nachmachen. Einfach genauso schichten. Ein bisschen Fett unten rein. Und dann braucht ihr das auch nicht umdrehen. Dann habt ihr auch Oberhitze. Ich würde einfach den Teig oben ein bisschen mit Öl bestreichen, damit er schönere Farbe kriegt. Und dann könnt ihr das einfach für 50 Minuten bis eine Stunde im Ofen schieben. Und dann einfach rausstechen. Und dann habt ihr auch so ein Gericht. Vollwertiges Hauptgang ohne Grill gemacht. Also es muss nicht unbedingt im Grill sein, aber hat eigentlich ganz gut funktioniert, außer hier ein bisschen umdrehen. Ansonsten bin ich zufrieden. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.